Hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tessa Symphonia The Chronicles Edition. Ja, in der letzten Folge ist schon ja einiges Heftiges hier passiert. Wir haben das letzte Siegel gebrochen. Colette ist zum Engel geworden, hat jetzt voll die roten Augen auf Doom. Sieht man die überhaupt hier? Nö. Und ja, Kratos ist auf der Seite des Bösen. Yggdrasil oder Yggdrasil oder was weiß ich, wieder ausgesprochen wird. Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt. Ist irgendwie der Anführer von Kuroxis und den Designs. Und ja, was jetzt noch weiter passiert, sehen wir. Eieiei. Ja, da kann ich wieder den Ring ändern, glaube ich. Eieiei. Ist das genau die gleiche, wo wir schon mal drin waren hier? Nee, ne? Oh, Schätze. So. Hätten wir mal wieder die Dungeon für diesen Part, nehme ich mal an. Eieiei. Ich glaube nicht, dass Kratos irgendwie zu dem Bösen gehört. Er will ja, dass Leute überlebt. Also denke ich mir mal, er hat irgendwie vor, dass, weiß ich nicht, dass Leute ihn irgendwie aufhalten will oder was weiß ich. Oder keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er voll und ganz böse ist. Ach so, ich sehe schon, was ich hier machen soll. Ja, warte mal, passt doch gar nicht. Hier muss ich zwei bewegen, ne? Dann kann ich darüber. Dann brauche ich noch einen, dann kann ich darüber. Ach, ich sehe schon. Ja. Ich bin so klock. Hier bin ich nicht, da war falsch, egal. Ja, das schauen wir schon. So Boxrätsel, also Kistenrätsel, da hatte ich schon immer irgendwie Probleme mit in einem anderen Spiel, das ich nicht nennen möchte. So, wie mache ich das jetzt? So? Komme ich so darüber? Das kommt nicht so aus. Doch! Und jetzt, komm, geh doch runter. Zack! So, jetzt habe ich drei Stück. Das sieht irgendwie so aus, als müsste ich das dahin tun, aber das mache ich noch nicht. Deswegen schiebe ich das Ding erstmal dahin. Genau gesagt, dahin. So, jetzt kommen die beiden hier zurück. Da hole ich mir erstmal noch oben um, vielleicht ist da auch noch was. Man weiß ja nie. Und bei den Tales of spielen sie da immer so. Waffen kann man immer genug gebrauchen. Eure. Also ja. Hätte ich schon gerne. Alles klar, so. Dann, was habe ich gewonnen? Ein Strohhut. Mein Erfahrungsgemäß Level 2. Perfekt, die können wir mal ausrüsten. Müsste ja eigentlich jeder schon eine haben. Kratz hat ja die eine eingesteckt, nachdem er vorher Dingens sich gegen uns gewendet hat. So, was haben wir hier? Adlerhaug und Ausweichen könnte ich ja machen, ne? Fluchtwert. Sie hat sogar einen sehr guten Fluchtwert, sehe ich gerade. Dann kann sie, oder? Verlangsamt die Reaktionszeit vom Gegner. Nein. Dann nehmen wir Ausweichen. Das ist ein T-Typ dann. Was auch immer das bedeutet. Und Strot. Man kann Strot ausrüsten. Du. Du. Du hast, glaube ich, noch nichts. Doch, du hast. Helmst du. Ja. Okay. Hier sieht ein bisschen bekannt aus. Was soll's? Was haben wir hier oben noch? Weiß nicht. Funktion des Mana-Rings hat sich geändert. Ist das? Ach, Wind. Nee. Strom. Glaube ich. Keine Ahnung. Da muss ich irgendwie höher rüber. Nee. Dann weiß ich nicht, dann könnten wir mal. Ich nehme an, irgendwas passiert, wenn ich da das Dingen drauf tue. Ich kann mal versuchen. Ah, wow. Wenn ich das nicht da reingetan hätte, ne? Dann wäre ich nicht da rangekommen. Okay, da ist eine Treppe. Ist hier unten noch irgendwas? Nee.
Okay, dann bin ich froh, dass ich hier allein wegen der Erfahrungsgeme schon Dingen da eingesteckt habe. Was? Von hier kam war okay. Echt? Und sonst ist ja nichts, ne? Nee. Okay. Wo konnte man da runter irgendwo? Ich bin jetzt nicht sicher. Ich glaube, da kommt man auch lang. Nö. Aber wozu kann ich das Ding hier umwandeln? Der Ring bleibt dann noch bestehen, oder? Also wenn ich das Gebiet wechsle, meine ich, dann wird da wohl irgendwas morgen sein. Muss mir merken, zu merken, was hier ist. Alles klar, so. Dann gehen wir weiter. So, noch mehr. Was? Ist das hier? Mit solchen Energie, bitte laden. Ah, Energie aufgeladen. Schalter drücken, jo. Zack. So. Ey. Das ist zu viel. Energie aufgeladen. Das ist zu viel. Ach so, ich verstehe. Nee. Wie soll ich denn da hinkommen mit dem Ding? Guck mal da unten. Ich kann das Ding noch nicht hin. Hier hochschleppen. Ich dachte mir vielleicht hier so rein, aber geht doch nicht. Nee. So, dann. Oh Gott. Ja, da ist auch noch so ein Schalter. Bitte lass sich das resetten, ey. Gott sei Dank. Wie soll ich denn hier hochkommen? Ja. Was muss ich hier machen? Jetzt ein bisschen überfordert hier. Da ist ein Schalter, hat sehe ich. Energie aufgeladen. Versteh's nicht. Was muss ich ja machen? Was bringt mir das Ding denn? Hier irgendwie so ein Ding rein schieben? Ich bin ein bisschen überfordert. Hier ist ein Schalter. Da oben. Warte mal, hat sich da oben was geändert? Ja, ne? Ist er nach oben gegangen? Hat sich hier was geändert? Ach, ich verstehe. Warte mal. Das müsste doch klappen, ne? Das ist das Ding, oder? Eieiei. Stimmt, da ist ja auch Taja drüber, ich Idiot. Bah. Schieß. So. Scheiße. Bah. Boah.
Die sind gemein, ey. Richtig gemein. Ja, super. So. So. Und dann so. So, jetzt muss aber richtig sein. Ich kann auch noch mal gucken, wie das aussieht, wenn da, wenn das Ding unten ist, aber. Ja, machen wir mal. Lass mich wieder das Ding aufladen. So, wie sieht denn das dann nach oben aus? Vielleicht ist da ja irgendwie was noch versteckt, man weiß noch nicht. Muss da eigentlich nur ein Loch sein, ne? Ja, okay. Kann ich da runterfallen? Nö, okay. Warum will ich da runterfallen? Warum? Einfach so, weil ich es kann. So. Dann hier rüber. Erfolg. Jetzt muss ich nur irgendwie schaffen, dass ich das Ding da rein schieben kann. Das bringt mir ja. Okay, geht's weiter direkt, aber jetzt nicht weiter. Okay. So, was hat mir das gebracht? Ja. Warte. Sehen, wenn ich jetzt da hoch schieße. Nix. Sagen wir nicht, ich muss nochmal hochgehen und die nochmal irgendwie anders anordnen. Ich nicht herunterspringen einfach. Was? Oh, ein Schutzring. Cool. Ach, boah. So, boah. Anstatt mal da zu gucken, das sieht man aber auch nicht von der Perspektive. Okay, warte mal. Bevor ich es vergesse. Schutzreif, Giftblocker. Ach, Giftblocker. Ach, die Dinger da ja auch jetzt nicht mehr. Ja, okay, dann bekommst du die Dinger. Stärkt die Verteidigung. Schutzengel, Schutzring. Ring mit eingravierten Kriegsgott. Verhindert physischen Schäden. Versucht verursacht, versteckt jedoch Elementarschäden. Okay. Ich nehme an, ich verstecke nicht die Schäden von Dingens, ne? Warte mal. Betäubung. Stärkt die Verteidigung um 10%. Ja. So, du hast hier noch irgendwas nicht. Nimm mal das. So, weiter. Ich habe Erfolg zu verbuchen. Alles klar. So, sehr gut hier mit Strom rumzuspielen, wenn da unten Wasser ist. Die Tür scheint aufgegangen zu sein. Ah, haben wir hier noch was? Nee. Ah, von hier aus sieht man die Truhe auch. Verdammt, ich dachte, ich hätte etwas sehr Gutes gefunden, was kein anderer gefunden hat. So, weiter im Text. Verdammt, was ist so besonders an mir? Diese Abtrünnigen müssen sich beeilen und endlich mal entscheiden, ob sie unsere Feinde sind oder nicht. Lloyd, was sollen wir bloß tun? Wir müssen irgendwie Colette retten. Sie wird sterben, wenn sie zum Schrein Mattels wird. Aber was können wir tun? Gina, wo hast du deine Ex-Wir? Hm? Nun, das kam etwas überraschend. Ich habe ihn bekommen, bevor ich herkam. Ach, man hat ihn mir ins Königliche Forschungsinstitut angelegt. Ist es denn Tetraler üblich, Personen mit Exvirs auszustatten? Nein, überhaupt nicht. Die Technologie wurde uns ursprünglich von den Abtrünnigen gebracht. Heutzutage werden Exvirs überwiegend an Maschinen befestigt. Moment, Tetraler und die Abtrünnigen stehen auf derselben Seite?
bin nicht sicher, ob man das so sagen kann. Aber es waren die Abtrünnigen, die uns das Wesen der beiden Welten erklärten. Und es war ihr Plan, die Auserwählte zu töten. Sie haben den König und den Patriarchen dazu überredet. Wenn es euer Wille ist, dass Tetorla im Wohlstand lebt, so tötet die Auserwählte von Silverond. Das ist ja grauenhaft. Leute, ich schlage vor, wir reisen nach Tetorla. Da habe ich mir schon gedacht. Warum Tetorla? Erinnerst du dich, was Joan sagte? Engel sind Halbelfen, die sich durch die Hilfe besonderer Exvers entwickelt haben, den Kruxiskristallen. Oh, jetzt verstehe ich. Colettes momentaner Zustand wurde durch einen Kruxiskristall verursacht. Da in Tetorla die Exvers erforscht werden, wissen sie dort möglicherweise auch etwas über Kruxiskristalle. Das ist eine gute Idee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kruxiskristall, der dem Auserwählten von Tetorla gehört, am Königlichen Forschungsinstitut untersuchen. Es gibt in Tetorla auch einen Auserwählten? Natürlich, das Ritual zur Weltenerneuerung wird auch in Tetorla praktiziert. Die Kirche von Martell gibt es dort ebenfalls. Aber wenn die Erneuerung schon so oft durchgeführt worden ist, warum ist Martells Schrein dann noch nicht fertig? Auf diese Antwort bin ich selbst sehr gespannt. Vielleicht waren es diese Leichen im Turm des Heils. Nein, schon gut. Ja, es gibt viele Dinge, von denen wir nichts wissen. Das Ziel von Krux ist die Abtrünnigin, die wir Colette retten können. Lass uns nicht mit dem beginnen, was wir tun können. Also reisen wir nach Tetorla. Ja, das ist der einzige Anhaltspunkt, den wir momentan haben. Und dieses Mal werde ich meine Aufgabe erfüllen. Ich werde es nicht zulassen, dass Colette ihre Last länger allein tragen muss. Warte mal. Es gehört sich wirklich super an, aber wie kommen wir nach Tetorla? Ich bin sicher, Sheena weiß, wie wir dorthin gelangen, richtig? Wenn ich richtig informiert bin, gelangt man durch einen Spalt im Raum nach Tetorla. Soweit ich weiß, können nur bestimmte Flugmaschinen, die sogenannten Rats, diesen Spalt überwinden. Wo finden wir die? Die Abtrünnigen müssen sie haben. Sie befinden sich irgendwo hier auf diesem Spitzpunkt. Okay, lass uns gehen. Mein Gott, so viele Worte, für mich keine Ahnung, wie ausgesprochen werden. Hey, da kommt mir bekannt vor, ihr. Waren wir ja nicht schon mal? Okay, da ist eine Tür. Kam ja ursprünglich mal von da unten, ne? Guck mal, was links ist. Waren nur diese Viecher, die was killen mussten, ne? Ey! Wo kommt der denn her? Sag auch schon lange her, dass wir einen Kampf gemacht haben. Warte mal, auf. Warte mal, das ist noch eine neue Fähigkeit, oder? Summon Water, Mirage Sea, Power Sea, Fire Seal. Power Seal. Nee. Mirage Seal, nein. Guardian Seal, also Fire Seal. Lass mal erstmal. So. Da Guardian Seal kann man auch so einsetzen, wollte schon sagen. Ich möchte mich nochmal irgendwo einsetzen. Zack. Warum kann sie keine Dings einsetzen? Was soll das? Aua. Ist gut, Mann. Oder für Feuerschaden, ne? Hast du die Musik geändert hier? Nee. Level up. Hat sich die Kampfmusik geändert? Na, hört sich das nur so am Ende an. So, hier sind wir wieder. Genau. Zyklus-Sperrsystem deaktiviert. Stimmt, wir haben uns, glaube ich, nicht so hier umgeschaut beim letzten Mal. Okay. Egal, wird sich wahrscheinlich schon nichts sagen, wogen es hier befinden. Ach ja, ich habe ja unten nicht ausgerüstet, Shido. Was machst du denn da? Was da?
irgendwie beschissene Kampfstil China. Da kommt noch irgendwas Besonderes. Diese Karten, ey. Schlägt so Gegner mit ihren Karten. Wollen so kämpfen. Wenn sie überhaupt werfen würde, dann würde ich ja davon stehen, aber so damit klatschen. Hey, cool. So. Wo müssen wir hin? Oh. Das sind also die Pfad. Heilung, sie holen uns ein. Okay, ich wollte sowieso hier hin. Ja, sagt, wir können jetzt durch die Gegend fliegen. Aber ja, richtig geil. Okay, Tetala, wir kommen. Boah. Laut Cutscene. Aber sie war schon in Tetala. Einfach mal so ein Riss in der Dimension gezogen oder was? Wie geil. Wir werden alle sterben. Ja, super. Ich denke, wir haben es geschafft, sie nicht völlig zu zerstören. Aber ohne Treibstoff sind sie nutzlos. Welchen Treibstoff verwenden sie? Kohle? Kohle? Du liebe Zeit, wie bringt ihr es bloß fertig, Zilbaron zu überleben? Dann ist es vermutlich Magie. Vielleicht die Blitze, die Volt erzeugt? Da muss China einfach Volt herbeirufen, richtig? Ich habe keinen Pakt mit Volt geschlossen. Oh, da müssen wir sie zurücklassen, glaube ich. Ich glaube, Magietechnologie wäre unfehlbar. Hey, was ist das? Das ist der Turm des Heils. Warum steht er hier? Wir sind doch in Tetala, richtig? Natürlich, der Turm des Heils steht in der blühenden Welt. Der Turm ist auch auf eurer Seite erschienen. Nachdem Colette das Orakel empfangen hat, richtig? Zwei Welten, zwei Türme. Was ist mit dem heiligen Ebenen? Die Kirche von Martell existiert auch hier, richtig? Nennt man die heiligen Ebenen auch Kalan? Ja, der Turm des Heils befindet sich auf den heiligen Ebenen von Kalan, wie auch in eurer Welt. Auf den heiligen Ebenen von Kalan wurde der Friedensvertrag unterzeichnet, der das Ende des alten Krieges besiegelte. Die kann es doch nicht zweimal geben. Bist du sicher, dass eure Ebenen keine Fälschung sind? Wir haben Aufzeichnungen in unseren Museen, die zeigen, wie der Held Mithras die beiden armseligen Könige zu den heiligen Ebenen von Kalan berief, um einen Friedensvertrag zu schließen. Und solche Aufzeichnungen existieren auch auf unserer Seite. Die Geräte, mit denen der Vertrag unterzeichnet wurde, befinden sich im Institut von Palmacosta. Entweder ist einer der beiden Ebenen einer Fälschung, oder es sind tatsächlich beide echt. Leute, das ist unmöglich. Reg dich ab, ich habe nur ein bisschen rumgesponnen. Egal, lass uns jetzt gehen. Es ist wahr, Grümmel bringt uns nicht weiter. Wow, das ist unser erstes Abenteuer in Tetala. Kennst du, das ist kein Schulausflug. Okay, sie sind Elfen. Zilbaron komplett. そうだ、飛ぶなんてめったにできない経験ですものね。セロランコンプレート。ほらから落ちる経験もね。仕方ないだろ。シルバラントの封印を解放すれば、こっちのマナが薄くなるんだから。そう言って言っても、こっちはシルバラントに比べたら随分マナが濃いよ。へえ。そんなことがわかるのかい？そりゃわかるさ。ジーニアスと先生はエルフだからな。 どうしてエルフだとわかるのさ？エルフだからだよ。
Mein Gott. Ich kann mich irgendwie gar nicht erinnern, dass er so ein Idiot war im zweiten Teil. Ich kann mich aber allgemein nicht irgendwie erinnern, ein Ted Holler gewesen zu sein im zweiten Teil. Oder ist das nicht einfach nur so ein bisschen verblödet oder so? Egal. Ich bin ein Heuchler. Wer?今のコレットには何を言っても無駄みたいだね。クソ。あの時世界とコレットを天秤にかけられて俺は一瞬世界を選んじまった。それがまやかしの平和だったってのに。仕方ないわ。自分の決断一つで世界を滅ぼすかもしれない時、簡単に仲間の命を選べる方が、おかしいな。でも俺は Fällt mir auch gerade ein, sie hat doch Dingens. Hat doch Judgment bekommen, ne? Engelskill, greift alle Gegner mit Light of Judgment ein, okay. Ach, voll die heftigen Angriffe hat sie. Ich kann nichts auf Nein setzen. So, jetzt können wir hier eigentlich speichern, ne? Oh, ich habe ja nichts mehr. Oder kannst du, ne? Ist ja klar, ich nichts bekommen habe. So, da würde ich sagen, das war schon wieder genug Abenteuer für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und wir spielen noch Fliegen ab. しかし、俺生まれて初めてだぜ。空を飛んだなんて。落ちちゃったけどね。エネルギー不足なのだから仕方なくてね。そうだな。また飛んでみたいけど。 Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.